Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Runde Star Stable und heute mal mit was ganz Neuem, denn die gute May und ich, die übrigens mit dabei ist, Hallöchen, haben uns mal überlegt, Star Stable hat eine neue Serie rausgehauen, The Safe Office und die Episode 1 davon und wir dachten uns, wir schauen uns das Ganze mal zusammen an und reagieren da einfach mal drauf. Und wenn euch sowas gefällt, dass wir sowas ein bisschen öfter machen sollen, vielleicht mal auf so Star Stable Sachen und sowas reagieren, schreibt es uns so einfach in die Kommentare und dann wissen wir mehr. Und ohne lange rumzureden, fangen wir einfach an und ja, guckt mal, Ilva hat Einhornsocken an. Oh, das passt so gut zu ihren Haaren. Das stimmt, ja. Wobei, der Kontrast ist ziemlich krass, sie hat halt dann pinke Haare. Aber okay, fangen wir an, bevor wir jetzt zu viel über das Standbild reden. Und ganz im Ernst, ist schade, dass es... Würdest du dir eine Star Stable Tasse kaufen, wenn es die in dem Shop geben würde? Oh, ich weiß es nicht. Ich bin nicht so der Kaffee- oder Teetrinker. Ich war dort und ich habe es mir überlegt, eine mitzunehmen gehabt. Die standen ja da überall rum. Ich hätte auch fast mal diesen Star Stable Hoodie geklaut. Aber okay, falls andere Zimmer, fangen wir einfach an. So. Ja. Online Safety. Ich kenne tatsächlich nicht alle davon. Also einige kriegt man ja schon im Video so ein bisschen. Ja, der Mann war der PR-Manager ja mit so in der Art. Also der dort, glaube ich, der. Oder was war der, glaube ich? Genau, das ist ja das war das Videobüro, genau. Dich dir. Oh, no. Ich glaube, meine liegt ja auch irgendwo rum noch. Und die mit der Brille, ah, oh, das ist so sympathisch. Ich fand dieses Star Stable. Nochmal zurück, das hier. Dieses Einhorn hier, das quasi als Männchen, das Logo als Männchen gemacht haben, fand ich super. Oh Gott, das muss ich mir irgendwie ausschneiden mal. Das mache ich auch, wenn ich in der Schule bin und mir langweilig ist. Genau das. Aus Post-its Häuschen bauen. Klar. Wow. Das war mega aufwendig. Was ist das eigentlich für eine Frau mit der Brille? Die kenne ich überhaupt nicht. Ich muss sagen, das habe ich mich vorhin auch schon gefragt. Also es ist anscheinend, ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass sie recht neu dabei ist, weil ich seit kurzem auch mit einer anderen Person dort schreibe. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Die sehen aber alle gar nicht so begeistert von der aus. Ja, ja, die können sie, glaube ich, alle nicht leiden. Vielleicht ist es ja die Sicherheitsbeauftragte. Oder vielleicht wird es einfach so dargestellt. Sie hätte eine Bauchbinde ihr machen sollen. Super excited about it. I just love it aufgeregt. Oh, warte mal, guck mal, was mir auffällt ist, ich hatte hier diese Blöcke, das waren auch die, die in den Goodie-Bags waren, die sie hier hatten. Das ist, die habe ich ja, diese Star-Stable-Säcke, da habe ich doch mal, da hatte ich welche aus Schweden mitgebracht, da waren die auch mit drin, diese Blöcke. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber, sie war da, aber ich habe echt mit ihr, glaube ich, kaum was zu tun gehabt. Boah, jetzt schlagen mich wahrscheinlich mehr Leute im Nachhinein, wenn sie dann merken, ich hatte mit ihr was zu tun. When we put our minds together and create something amazing, I'm just like so blessed to work. Ich finde, sie sieht echt aus wie Ilva in der Art. Sie sieht sehr ähnlich aus. Ja. Oh. Das Einheits-Schweden-Gesicht. Moment, war da Kaffee drin? So anyways, ja, ich glaube schon. You guys, online safety. What do we do? Ja. Honestly, I don't even know what we're supposed to say. Like what? Don't. Pass auf, Online Safety, jetzt müssen wir die Star Stable Antwort geben. Achtung. Möglichst den Chat zensieren und direkt Chatbans vergeben, wenn man nur Schwachsinn schreibt. Haben die das zu dir geschrieben? Nein, das ist doch aber was aktuell im Spiel halt passiert. So. Ja, okay, keine Nummern schreiben. Oh, ich finde das so schlimm. Früher konnte man ja noch Englisch und sowas verwenden. Ja, das vermisse ich wirklich. Ich merke teilweise, ich schreibe fast gar nichts mehr, weil ich einfach irgendwie zu gar nichts mehr komme. Das macht halt keinen Spaß mehr. Ja, okay, machen wir weiter. Wir schweifen mal ab. Everybody already knows that it's basic internet smarts. There's like lots of things. It's like... Like what? Like don't reveal your identity. Follow the rules. But it's so boring. No one's gonna wanna watch that. Well, you know what? If you care about our community, and if you want them to be safe on this little teeny tiny cyber island we call Jorvik, you will do this. What do you want them to do? Do you want them to like... Do you want them to like... Do you want them to be like... Jetzt kommt's. I don't know. Do you want them to like... Be unsafe? Yes! Do you want them to be unsafe? Is that what you want? So this has nothing.
Okay, also ich weiß nicht, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, das ist ja alles auf Englisch. Wollt ihr, dass wir euch so das ein bisschen übersetzen? Weil das wäre dann, sonst versteht ihr teilweise gar nicht, worauf wir reagieren. Im Endeffekt kann man sagen, wir können das ja mal machen, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ob ihr das so wollt. Also im Endeffekt ist es so, dass sie ganz klar darüber diskutieren, wie man die Leute in Jorvik besser schützt. Das ist quasi ein Security-Meeting. Und dann sagen sie einfach nur, hä, wollt ihr, dass unsere Spieler unsicher sind? Und da eben so der, das ist so der Punkt eben. To do with us looking good in front of the parents of our players. Am I wrong? It's super important to let our players know how to stay safe online. I mean, our game is great, but it's always good to be extra mindful of what you put out there on the internet, because it stays there forever. Findest du, was sie sagt, ist richtig, dass man sagt, sie sagt ja, dass es wichtig ist, dass wir, also sie den Spielern vermittelt, wie man sicher im Internet ist, nicht nur bei sich im Spiel. Also ich muss sagen, ich finde, das geht fast ein bisschen zu weit. Warum ist dieser Ansatz, dass man nicht, dass man das über das Spiel hinaus trägt? Findest du den zu viel oder findest du das gut? Ah, ich weiß es tatsächlich nicht so. Also ich finde, da es nur Star Stable ist, die das so machen, sollten die das auch nur explizit für das Spiel machen, weil es ja eigentlich sehr bekannt ist, dass es auch Ja. für Ich finde, es geht generell zu weit. Internetspieler, Ich finde, ja. dass sie sagen, okay, es ist nett, dass sie ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, aber ich finde, es geht zu weit, dass sie wirklich sagen, sie wollen viel mehr Einfluss auf das generelle Internetverhalten machen. Ich finde, das geht zu weit. Aber Ja, okay, das komm. können sie halt auch gar nicht. Ich glaube, deswegen, Also vielleicht ist das auch der Ansatz, warum Star Stable so viel sicherer, in Anführungszeichen, jetzt ist, weil so viel mehr versucht mit diesen Chatfiltern und allem. Ja, okay, gucken wir mal weiter an. Also, it makes us look good in front of the parents. We can make this fun, you guys. We just have to find the right format. A fun way to tell them something that they Okay, okay. already know. So, ideas, please. Okay. Sollen wir jetzt da schon wieder Pause machen? Aber sie haben ja gerade gesagt, dass es sie gut aussehen lässt bei den Eltern. Vielleicht ist das wirklich so ein Ansatz, dass sie versuchen, ihr Spiel so als das Paradebeispiel hinzustellen. Das kann gut sein, ja, dass das so auch so ein bisschen der Vordergrund war. Und jetzt diskutieren sie halt über einen spaßigen Weg, das darzustellen. Aber tatsächlich finde ich, wirken diese Chatsperren und alles eher dazu, dass immer mehr probiert wird und immer mehr Auswege gesucht werden. Und Das stimmt. dadurch finde ich, ist es eher schlimmer geworden als Die besser. Leute werden kreativer und verlernen, in Genau. Anführungszeichen normal zu sprechen, weil ich merke auch, dass teilweise in den Kommentaren die Leute so sprechen wie in Star Stable, was ja, also ich finde, klar möchten sie vor den Eltern gut dastehen, aber ich finde, das wirkt wie so ein Helikopter-Elternteil, wo die dann wirklich sagen, sie versuchen das Kind zu sehr zu beschützen. Und das führt dann, glaube ich, genau zum Gegenteil, weil gerade dadurch erzeugt man so ein bisschen so dieses rebellische Verhalten. Aber okay, machen wir weiter. Anybody? Die sehen echt ein bisschen genervt aus. Oh, ich finde die so gut. I have an idea. Yes, Clara, tell us. We could do a shadow play. Again with the shadow Oh. play, Why do Clara. you always have to go there? For the love of rip, Clara. Shadow Anything Play? else? Ich weiß auch gerade nicht. Meint sie einen Schatten? Meint sie, ich weiß nicht, ob wir das wörtlich übersetzen können. So ein Ah, ich weiß. Schattenspiel? Macht das Sinn? Aber okay. Mal gucken. Andere Ideen. Okay. Guys, what about the password, please? Oh, or Draw My Life. okay. Maybe a documentary. Auf einmal blühen sie auf und sie so, oh. A viral ASMR-Documentary. Nein. Oh mein Gott. Do the shadow play. Okay, das sollte sich nochmal anhören hier. Was sagt Stacy? Maybe we should just do the shadow play. Ja, okay, jetzt sind sie doch alle für das Schattenspiel. Nein. Da bin ich gespannt, ob das ihr nicht wirklich wehgetan hat, aber ich glaube, es hat sie sehr überzeugend drüber gebracht. Ja, Das ich wäre glaube lustig. auch. Ja. Oh Mann.
Das Bild finde ich übrigens geil animiert. Das wäre ein richtig schöner animierter Background für... Für den Einlog-Modus. Ich finde das richtig schön. Oder generell für den Hintergrund. Ich guck mal, kommt da jetzt noch irgendwas? Weil das ist recht lang. Ach, nee, doch nicht. Jumpscare. Nein, okay. Wow. Nee, ich dachte echt, da kommt noch irgendwas. Ich finde das geil. Das könnte man gut als... ich überlege mir das. Wäre das nicht geil für eine Endcard? Egal. Einfach kopieren. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, es lässt halt jetzt echt viel Luft nach oben, was das jetzt wirklich werden wird, diese Serie, ne? Weil man hat jetzt ja gerade, was man am Anfang sieht, man hat jetzt viel gesehen, dass es anscheinend, gerade am Anfang in diesem Intro hat man ja viel gesehen, dass sie so wie so eine Serie daraus machen, wo sie dann die Internetpolizei spielen. Und ich übrigens, die Pullis sind geil. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass es wirklich zu so einer Art Sitcom-Serie quasi führt, so einer Stromberg-Variante, so, wo sie danach immer so reden. Ja, da hast du auch gesehen, dass sie immer währenddessen diese Cuts gemacht haben. Das finde ich geil. Also da freue ich mich echt drauf, wenn sie da wirklich so eine Office-Serie daraus machen. Ja, das stimmt. Vielleicht haben findet die das man eigentlich ja so wieder Kommentare, diese Kommentarfunktion. Oh, stimmt. Das wäre ja eigentlich praktisch. Ja, das wäre natürlich ganz cool. Mich interessiert hier auf jeden Fall, ob sie vielleicht sogar dann mal das eine oder andere in den Sachen drin verstecken. Also vielleicht hat man da mal so einen Hint auf irgendwie was, an dem sie arbeiten oder sowas. Das wäre, fände ich ganz geil. Oder aber, so Codes, die dann irgendwo ganz, ganz fein sind. Aber was ziehen wir aus der ersten Folge so als Fazit? Sie möchten also eine Serie machen über Internetsicherheit und sie kommen zu der Conclusion, dass sie 10 Milliarden Ideen haben. Und im Endeffekt, wenn man alles zusammenpackt, wäre es eine virale ASMR-Dokumentation, also eine Wir reden so über Internetsicherheit. Dokumentation. Das ist und, ja gruselig, du. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass sie dann doch sagen, okay, vielleicht doch lieber der Schattenspieler. Das ist das erste bisschen. Vielleicht habt ihr ja sogar die ein oder andere Idee für einen lustiges, virales Internetvideo, was ihr euch angucken würdet, dann schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr dafür eine Idee hättet, wie man Internetsicherheit nicht so trocken verpacken kann. Ja, und hat euch das Ganze so gefallen, dass wir das mal so analysieren, dass wir das Video zusammen mit euch gucken? Wenn ja, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Ansonsten schreibt uns in die Kommentare, boah, ihr seid voll scheiße, ey. Macht das nicht nochmal. Genau, sonst, mach das. Sonst gehe ich nach draußen und schreie Menschen an. Und, das ja. Beispiel. Ja, eure Beste. Meinung in die Comments. Und dann würden wir dann nämlich die Folge 2, würden wir dann bei May sehen. Und dann immer so im Wechsel. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es uns rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.